Mobile-Spiele. Viele von uns können sie nicht ab, da sie so ziemlich die primitivste Form der Videospiele verkörpern. Ich kann sie nicht ab, weil sie so ziemlich das zeigen, was in dieser Branche einfach falsch läuft. Denn hinter den tausenden Fantasy-Aufbauspielen, in denen man ein Dorf, eine Burg oder sonst etwas aufbaut, steckt bei weitem niemals der Gedanke, ein gutes Spiel abzuliefern. Es geht komplett um Gewinnmaximierung. Turul Jernström, ich hoffe, wird so ausgesprochen, hat in seinem Talk Let's Go Whaling sehr schön und ohne Scheu erklärt, was man alles machen muss, damit ein Spieler dazu gebracht wird, Geld auszugeben. Am besten immer und immer wieder. So viel wie möglich. Letztendlich geht es darum, dem Spieler beizubringen, dass Ingame-Währung nutzen etwas Gutes ist und dem Wertlosen einen Wert zu geben. Ganz nach dem IKEA-Kreislauf, der besagt, dass du billige Scheiße teuer verkaufen kannst, weil das selbst zusammenbauen dem Ganzen einen gewissen Wert gibt. Ihr kauft billigen Holzkrams für viel Geld, aber ihr denkt nicht, dass es billig ist, denn ihr habt es am Ende selbst zusammengebaut. Das lässt den emotionalen Wert steigern und rechtfertigt unterbewusst den hohen Preis. Wenn ihr euch also gefragt habt, warum 90% der erfolgreichsten Mobile-Spiele irgendwelche Fantasy-Aufbau-Möchtegern-Simulationen sind, genau deswegen. Ihr habt das Gefühl, im Spiel etwas Eigenes aufgebaut zu haben, weswegen ihr das Ganze als wertvoller empfindet. Der Talk ist wahnsinnig interessant, eben weil hier kein PR-Geblubber betrieben wird, aller alles ist nur optional, man muss ja kein Geld ausgeben. Was ja eigentlich bescheuert ist. Ich meine, wer würde denn Ware anbieten, wenn er nicht davon ausgeht, dass irgendjemand sie kauft? Daher habe ich aus Gag mal aus dem Talk 6 Punkte rausgeschrieben und ich dachte, es wäre eine witzige Idee zu schauen, welche Spiele diese psychologischen Tricks anwenden, um anfällige Spieler zu triggern. Ich weiß, dass viele denken, das Ganze sei kein wirkliches Problem, da sie immun gegen diese Taktiken sind. Aber dennoch gibt es das Problem. Es hat ja schon seinen Grund, warum diese Monetarisierungsform mehr Geld macht als alles andere in dieser Branche jemals zuvor. Es gibt sehr viele Menschen, die anfällig für solche Methoden sind und Hunderte, gar Tausende Euros in diese Spiele investieren. Sie bezahlen damit nicht nur alle mit, die nicht anfällig sind, sondern eben auch noch weitaus mehr. Und genau deswegen wird es praktiziert, weil es nur darum geht, bestimmte Leute abzuzocken und man es immer verteidigen kann mit, man muss ja kein Geld ausgeben. Also, worauf achten wir? Der erste Punkt. Hat das Spiel kaufbare Items, die das Gameplay angenehmer machen? Also Booster, Zeitverkürzer, so ein Spaß. Wichtig ist, dass man von ihnen unbegrenzt kaufen kann. Der zweite Punkt. Lockt das Spiel einen direkt in den Shop? Daher öffnet es den Shop selbstständig und versucht damit, die Hemmung zu senken, sich die Angebote anzusehen. Der dritte Punkt. Gibt es zeitbegrenzte Rabatte oder Angebote? Etwas limitiert zu halten oder für eine bestimmte Zeit günstiger anzubieten, triggert in uns allen das Bedürfnis, jetzt etwas zu kaufen und nicht später. Das macht bei physikalischen Sachen noch Sinn, bei virtuellen Items eher weniger, denn die gibt es unbegrenzt. Der vierte Punkt. Gibt es ein sehr teures Item, damit alle anderen günstiger wirken? Jernström meinte, ein Ingame-Shop ist nur ein guter Shop, wenn alle kaufbaren Produkte zusammen auf 1000 Euro kommen. Ich denke, das ist etwas veraltet und die heutige Regel ist, es muss eine Sache geben, die mindestens 100 Euro kostet, weil dadurch wirken alle anderen Sachen sehr viel günstiger. Der fünfte Punkt. Besitzt das Spiel Gacha-Elemente? Gacha sind die Kapseln aus den japanischen Kapselautomaten. Daher, man wirft Geld ein und bekommt per Zufall etwas raus. Also ja, Lootboxen, wenn man so mag. Der sechste Punkt. Gibt es nicht zu viele und nicht zu wenige kaufbare Items? Studien zeigen, dass zu viel Auswahl die Leute überfordert und sie weniger kaufen. Zu wenig und es wirkt, als hätte man keine Auswahl. Eine goldene Mitte muss gefunden werden und man spürt ziemlich deutlich, wenn das geschafft wurde. Also, schauen wir uns ein paar Beispiele an, in denen versucht wird, Millionen von Menschen so viel Geld wie möglich aus der Tasche zu ziehen. Für alle, die lange keine Mobile-Spiele mehr gespielt haben, empfehle ich übrigens eine Kotztüte. Als ich die Gameplay-Aufnahmen für dieses Video gemacht habe, war gerade im Android-Store Aquapark.io in den Charts der beliebtesten Spiele ganz oben. Weder auf mein Tablet noch auf dem Emulator lief das Spiel wirklich gut, aber das ist okay, denn es macht keinen Spaß. Und anders als das I.O. am Ende und die Namen sowie die Flaggen der Gegner vermuten lassen, ist das Spiel auch nicht online. Aber hier der größte Schocker, man kann ein paar Skins kaufen und die Werbung wegkaufen und das war's. Es nervt einen nicht oder ähnliches. Ich bin schon fast schockiert, aber es ist zwar ein richtig grottenschlechtes Spiel, dafür nervt es einen immerhin nicht. Aber gewöhnen wir uns nicht daran, denn kommen wir direkt zu einem richtig fetten Stinker. Hustle Castle. Vielleicht kennt ihr dieses Spiel, ohne es je gespielt zu haben. Der Artstyle ist von Family Guy geklaut, die Werbung sagt, in diesem Spiel kannst du alles machen. Und zeigt Szenen von Foltern oder sexuellen Sachen.
Oder eben beides. Und was ist es am Ende? Ein verdammter Fallout-Shelter-Klon. Wie jedes Mobile-Spiel dieser Art geht es darum, den Spieler Zeit zu rauben. Jede Sache, die ihr machen wollt, kostet Zeit. Und je höher aufgelevelt etwas ist, desto mehr Zeit benötigt ist, um es noch weiter aufzuleveln. Einen Raum zu bauen dauert nur ein paar Sekunden, aber den zu upgraden dauert immer länger, bis es halt sogar Tage dauert. Genau wie eure Untertanen fürs Aufleveln immer länger und länger brauchen. Ihr werdet am Start des Spiels mit Premium-Währung überschüttet und sobald die alle ist, wird das Spiel eine reine Qual. Also genau das, was man möchte. Denn das reizt einen so herrlich, Geld auszugeben. Auf zu unserer Liste. Zu Punkt 1. Ja, das Spiel verkauft Booster und man wird sie auch brauchen, um vernünftig spielen zu können. Punkt 2. Das Spiel leitet einen nicht direkt in den Shop, aber kombiniert mit Punkt 3 gibt es zeitlich begrenzte Angebote, die euch dann doch in den Shop bringen. Wenn ihr zum Beispiel einen Boss besiegt, könnt ihr für wenig Geld die passende Kleidung des Bosses kaufen, aber nur für ein paar Stunden. Klar ist die zeitliche Limitierung kompletter Schwachsinn. Es geht nur darum, die spontanen Käufer zu triggern. Punkt 4. 104,99 Euro ist das teuerste Item und damit wurde diese Regel erfüllt. Punkt 5. Natürlich gibt es Gacha-Elemente. Lootboxen, wie man sie kennt. Ihr könnt natürlich auch weitere kaufen für Premium-Währung, aber bekommt halt nun wieder immer mal eine geschenkt. Punkt 6. Auch die Auswahl der Items ist brav übersichtlich, damit man nicht von der Auswahl überfordert wird. Hustle Castle hakt also alle Punkte ab und nutzt jeden psychologischen Trick, damit anfällige Menschen verführt werden, so viel Geld wie möglich in das Spiel zu stecken. Da das Spiel theoretisch endlos ist und immer mehr Premium-Währung frisst, wenn man nicht Tage auf die Fertigstellung warten will, kann der Spaß sehr schnell sehr teuer werden. Es ist halt genau das Austricksystem, wodurch viele sich am Ende des Monats über eine enorm hohe Rechnung wundern. Coin Master. Ebenfalls ein Spiel, das hart beworben wird und mega beliebt ist, nur wird nie erzählt, was man in dem Spiel eigentlich macht. Allein deswegen war ich gespannt, was es denn nun letztendlich ist. Dieter Bohlen macht dafür Werbung, Daniela Katzenberger macht dafür Werbung. Und das wirklich Witzige ist, dass für mich Coin Master eher Werbung für Daniela Katzenberger und Dieter Bohlen macht, da ich diese beiden Menschen komplett vergessen habe und wegen ihrer Irrelevanz auch nie vermisste. Aber was ist denn nun dieses irre tolle Spiel? Eine Slotmaschine. Eine olle Slotmaschine. Hier wird das Glücksspiel nicht mal versteckt. Es ist Glücksspiel. Kinder werden hier direkt an eine verdammte Slotmaschine gesetzt und dürfen fleißig auf den Jackpot hoffen. Hin und wieder bekommt ihr die Möglichkeit, angeblich ein Dorf eines Spielers anzugreifen. Da dürft ihr dann hübsche PNGs antatschen und damit wohl Spieler nerven? Ja, ich behaupte, es gibt keine echte Interaktion zwischen Spielern. Das alles ist einfach nur Bullshit und komplett Fake. Wenn ihr dreimal den Hammer habt, dann dürft ihr ein willkürliches Dorf angreifen, aber ernsthaft, es macht keinen Unterschied, ob das ein echter Spieler ist oder nicht. Daher wird es kein echter anderer Spieler sein. Für das Geld, das ihr bekommt, durch Sachen zerstören oder eben an der Slotmaschine, upgradet ihr dann euer Dorf, weil natürlich baut ihr etwas auf. Und das ist das Spiel, mehr gibt es nicht. Das ist so wenig, ich würde nicht mal behaupten, es wäre richtiges Gameplay. Das Teil hat den Umfang eines Mikrospiels von WarioWare. Und es frustriert mich, dass es angeblich so viele Leute spielen und lieben. Also los, auf zur Liste. Punkt 1. Es hat so wenig Gameplay, aber ja, man kann sich Booster holen, um schnell weitere Runden an der Slotmaschine zu drehen. Punkt 2. Shop öffnet sich nicht selbstständig, dafür wird man ständig dazu gedrängt, alles auf Facebook zu posten. Weil klar, Gratiswerbung ist das Beste, was so ein Spiel bekommen kann. Punkt 3. Ich habe in meiner Spielzeit keine zeitlich begrenzten Angebote finden können. Da man mit höheren Dorfstufen aber mehr Funktionen freischaltet, um mehr Geld zu verpulvern, gehe ich davon aus, dass das noch kommen wird. Punkt 4. Das teuerste Paket kostet 119,99 Euro und ist damit ein glattes Ja. Punkt 5. Ja, besitzt das Spiel Gacha-Elemente. Das ganze Spiel ist ein einziges Gacha-Element. Das fetteste Ja, das man sich nur vorstellen kann. Und letztendlich Punkt 6. Natürlich hat es weder zu viele noch zu wenige für Echtgeld kaufbare Optionen. Das Spiel ist Glücksspiel in Videospielform. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, bei dem man so wenig macht. Coin Master ist rein vom Spielerischen her in meinen Augen der neueste Tiefpunkt. Denn wow, ernsthaft, wer mit dem Spiel länger als eine Stunde Spaß hat, sollte sich Gedanken machen, warum. Hier existiert kein Spiel. Hier existieren nur sehr geplante psychische Trigger. Und das Schlimmste ist, dass es komplett legal ist. Clash of Clans, das olle Clash of Clans. Oh mein Gott, ist Clash of Clans langweilig. Nee, ohne Spaß. Es ist genau das, was alle anderen Fantasy-Aufbauspiele auch sind. Bauen, upgraden, warten, gegen Premium-Währung, das Bauen beschleunigen. Es ist so langatmig, so langweilig, so ohne Hirn und Verstand. Es ist also das perfekte Mobile-Spiel.
Ihr baut ein Dorf auf, baut Einheiten, lasst sie in Missionen spawnen, wodurch sie stumpf das angreifen, was sie angreifen wollen, und euch wird jegliche Kontrolle abgenommen. Eben, damit ihr brav so viel Verlust habt wie möglich. Weil sonst könnt ihr etwas planen, sonst könnt ihr verhindern, dass die Einheiten sich in den Tod stürzen. Das ist nicht der Plan von diesem Spiel. Aber letztendlich ist das auch das ganze Spiel. Wie fast alle Spiele dieser Art tut es so, als gäbe es eine Strategie, die man entwickeln könnte. Aber eigentlich ist alles so stumpf, dass ihr als Spieler nicht wirklich viel zu sagen habt. Wie halt in allen Spielen geht es nur ums Aufleveln, um dann Missionen zu schaffen. Grinden, um vorwärts zu kommen. Und das gelegentliche Gefühl, man hätte mit einer tollen Taktik das Spiel ausgetrickst und etwas geschafft, was gar nicht möglich sein sollte. Klassische Mobile-Spiele-Taktik halt. Aber ihr seid nicht cleverer als Mobile-Spiele. Niemand ist das. Sie sind nur so clever, dass sie euch clever fühlen lassen. Und damit auf zur Liste. Punkt 1. Natürlich gibt es Booster und so einen Spaß. Und natürlich unendlich davon. Punkt 2. Der Baushop und Premium-Währungsshop ist derselbe Shop. Daher werdet ihr ständig daran erinnert. Also, ja. Punkt 3. Es gab in meiner Spielzeit keine zeitbegrenzten Angebote, aber ich bin mir sicher, dass es sie gibt. Punkt 4. Das teuerste Paket kostet 109,99 € und erfüllt damit diesen Punkt. Punkt 5. Ich habe keine Gacha-Elemente entdecken können und es scheint auch nicht passend für dieses Spiel zu sein. Punkt 6. Überraschenderweise ist der Shop zugespammt mit Sachen und mega unübersichtlich. Ich wette, dass das Spiel noch mehr Kohle scheffeln könnte, wäre der Shop etwas besser gestaltet. Aber in dem Sinne halt, nein. Es ist schon erschreckend, dass all diese Spiele eigentlich komplett gleich sind. Sie sind idiotensicher und man hat das Gefühl, taktisch die Spiele zu überlisten, obwohl die Spiele immer schlauer sind als man selbst. Aber kommen wir noch einfach aus Spaß an der Sache zu einem anderen Spiel, das ebenfalls klassische Monetarisierungsmethoden nutzt für Spiele, indem man ausnahmsweise mal nichts aufbaut. Dr. Mario World. Ich will nicht wirklich auf das Spiel eingehen. Es ist eine dümmliche Version des Extra-Modus aus der WiiWare-Version. Uns interessiert ja nur, wie zieht es uns das Geld aus der Tasche? Fangen wir mit dem Lebenssystem an. Um zu spielen, braucht man Leben. Ein Leben regeneriert sich jede Stunde. Wenn die Leben alle sind, kann man sich für ca. 1,10 € 5 neue Herzen kaufen. Oder für 3 Euro eine Stunde lang unbegrenzt viele Herzen bekommen. Das ist doch echt clever, oder nicht? Durch diese 3-Euro-Version, wo man eine Stunde lang so viel spielen kann, wie man will, verführt es einen dazu, doch noch ein ganz klein wenig mehr auszugeben. So, dass man das eigentlich gar nicht mitbekommt. Natürlich gibt es im Spiel auch 2 Währungen. Eine zum Grinden, die größtenteils nutzlos ist, und eine, die man nur für Echtgeld bekommt. Einfach, damit man den Spieler mit etwas superlern kann und dieses Erfolgsgefühl getriggert wird. Obwohl man theoretisch nur Gummipunkte bekommt. Das teuerste Diamantenpaket kostet 75 €. Es gibt natürlich zeitbegrenzte Angebote, sogar einen ganzen Slot dafür im Shop. Daher kommt das regelmäßig. Und das sind halt weiterhin alles Tricks, damit viele Leute dazu gebracht werden, doch ein paar Euros oder auch ein paar viele Euros auszugeben. Und immer so aufgebaut, damit man als PR-Heinzel Ausreden hat wie: Man muss ja kein Geld ausgeben, man hat nur die Option dazu und ja, Mobile-Spiele spielt man ja nicht am Stück, da kann man ruhig mal eine Stunde warten. Wir wollen ja gar nicht, dass die Leute Geld ausgeben für Herzen. Das haben wir nur eingebaut, damit die Leute nicht so viel spielen. Aber sie können uns Geld geben, damit sie doch spielen können, weil sie wollen spielen. Aber sie müssen nicht spielen, das ist alles optional. Und wie gesagt, man muss sich bei diesen Aussagen immer vor Augen halten. Niemand baut Microtransactions in ein Spiel ein und erwartet dann, dass keiner sie nutzt. Es beeinflusst immer das Game Design und Mobile-Spiele sind so ziemlich das Endstadium diesbezüglich. Also, wenn ihr das nächste Mal Microtransactions in ein AAA-Spiel seht, fragt euch mal selbst, wurde das Game Design dadurch beeinflusst? Das hatte ich letztens bei Crash Team Racing, wo Activision die Microtransactions nachträglich reingepatcht hatte und das, wo ich den Shop schon an sich krass grindy fand. Jetzt wissen wir halt auch warum, weil Activision uns nur triggern will, Geld auszugeben. Jedoch die Microtransactions nachträglich reingepatcht wurden, damit die positiven Reviews davon nicht beeinflusst werden. Wisst ihr, wie man im Original Crash Team Racing Figuren freigeschaltet hat, wenn man keine Lust hatte zu grinden? Man gab einen Cheatcode ein. Aber das Ziel der Branche ist es, so viel wie möglich aus den Spielen zu monetarisieren und natürlich gleichzeitig sich gute Ausreden auszudenken, damit blinde Fans diese weiterhin nachplappern. Wichtig ist halt nur, dass ihr für euch entscheidet, ob ihr das wollt. Denn ihr müsst für euch entscheiden, was ihr unterstützt und was nicht. Und vielleicht ist es nicht das Schlauste, Firmen zu verteidigen, dessen Interesse es ist, schwache Menschen so stark wie möglich auszunutzen. Aber das ist halt nur meine Ansicht. Uff, okay. Damit wäre die Episode geschafft. Ich habe die Kameraaufnahmen einfach geskippt und habe nur Off-Text gemacht, weil dadurch konnte die Episode 1-2 Tage früher online gehen.
Ich arbeite schon viel zu lange an dieser bestimmten Show. Von daher musste das einfach raus, damit ich an neuen Sachen arbeiten kann. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Ihr könnt einen Daumen nach oben geben. Das hilft immer, dank Algorithmus. Ihr könnt einen Kommentar hinterlassen und einfach eure Meinung abgeben. Ihr könnt mich abonnieren und die Glocke anklicken. Dann bekommt ihr immer mit, wenn ich was Neues poste. Ihr könnt eine Blobcat-Plüschkatze kaufen. Die ist tatsächlich wirklich limitiert. Tatsächlich ist sie limitiert. Und gibt es dann halt irgendwann nicht mehr. Sprich, wenn die ausverkauft sind, sind die weg. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Blobcat auf der Switch und auf Steam gibt es natürlich ebenfalls. Bedeutet, wenn ihr das Videospiel haben wollt, das ich entwickelt habe, dann ja, könnt ihr das über Switch eShop besorgen oder über Steam. Patreon ist natürlich auch eine weitere Möglichkeit. Und in den Atemzug möchte ich noch meinen Top-Patrons danken. Toxon, Enidan, Neo127, Thies, Robin Thomas, Rutana und Legend495. Vielen lieben Dank an euch. Ihr seid der Grund, warum ich hier diese Show weitermachen kann und warum das hier alles überhaupt funktioniert. Die Samtzock-Show wird jetzt wieder regelmäßiger kommen. Es werden mehrere Themen wieder behandelt. Die Technik von Videos werden nicht weggehen. Tatsächlich kommt als nächstes ein Technik von Blobcat-Video, an dem ich arbeite, weil ich gerne mal ein Video machen möchte, wo ich nicht nur über Theorie spreche, sondern auch über, naja, praktische Sachen, über Fakten. Und ja, Ich freue mich, das jetzt alles hier wieder regelmäßiger machen zu können und euch mehr Content zu liefern in allen möglichen Richtungen, sei es nun Mario Maker, sei es nun Storytime, sei es nun Samtzock-Show oder auch mal ein Spaßvideo wie das Lootbox-Video, das einige anscheinend sehr ernst genommen haben. Tut mir leid an alle, die das ein bisschen zu ernst genommen haben, aber hey, nehmt nicht alles ernst, was ich mache. Okay, ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.